Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Stream hier bei mir an diesem wunderbaren Dienstagabend. Ich dachte, wir machen heute mal was Besonderes und hi Katschutz, schön, dass du da bist. Wir sind nicht in Deutschland, nicht in der Schweiz oder sonst irgendwo, wir sind in Rumänien, habe ich noch nie gemacht, aber ich denke mal, damit kommen wir schon klar. Das ist eine recht gut ausdetaillierte Strecke und wir fahren hier mit der Class, also CFA Class 47, das ist die modernisierte Variante der Class 40 und 41. Also bin ich mal gespannt, was die so drauf hat. Die ist gar nicht mal so einfach zu fahren. Also 2, 3 Testfahrten habe ich schon gemacht. Und war so semi-erfolgreich. Ich hoffe, es ist jetzt erfolgreicher. Hier mit der DB-Lackierung. Und dann haben wir hier unten unsere Güterwagen hier dran. Das ist ein mittellanger Wagen, schon relativ schwer. Wird spannend werden. Was jetzt hier gleich passieren wird, ist... Also einerseits, wir müssen hier die von kalt auf starten. Hier wird dann ein Personenzug vorbeifahren, der wird uns überholen und wenn der dann weg ist und wir ein bisschen Distanz haben, dann dürfen wir losfahren. Übrigens, kleines Gimmick, weil ich habe es mal kurz angetestet. Hier weiter hinten. Einfach random mal ein Bär auf der Strecke. Gefährlich hier in Rumänien. Aber es hat sehr viele Ähnlichkeiten mit TD2. So, also wenn man jetzt hier die Signale etc. anschaut. Aber es gibt dann doch Unterschiede. Gut, ich würde sagen, ich gehe mal raus aus der Pause. Ja, das war der falsche Button, das war der Button für den Screenshot. Und gehe mal in den Führerstand. Das ist er. Dann starten wir mal, dass wir die Batterie anschließen. So, Kompressor an. Ich habe das Spiel mal ein bisschen extra leise gemacht, weil die Lok ist unglaublich laut. Hofft, es passt dann. Oh, was ist denn jetzt los? Oh! Hat uns das mit am Verschenken hier? Ja, vielen lieben, lieben Dank. Wahnsinn. So, wir machen die Fahrtrichtung, das wäre dann hier nach vorne. Bremse entsperrt. DSV, sprich Siefer, werden wir abschalten. Und wenn wir hier über 5 Bar sind, dann können wir den Pantographen heben. Ich werde schon mal die Geschwindigkeitsvorwahl auf 15 hier stellen. Bestätigen. Und hier haben wir dann eine Live-Ansicht von dem, was die Lok dann macht. Das wird dann noch recht spannend. Da geht es dann recht ab. Wir könnten hier mal ein Licht anmachen. Oh, und da kommt da schon der Personenzug. Dezent Glänzflair. Gebt zwar gerne mal Feedback im Chat, ob die Musik versus ich versus Spiel soweit passt oder ob irgendetwas lauter oder leiser gehen soll. So, jetzt sind wir über 5, dann können wir den Pantographen heben. Jo. Und dann gehen wir saft auf die Leitung. Können wir den Hauptkompressor starten? Machen wir die Bremse mal leicht lösen. So, Vorstellung. Und da fährt er wieder ab. Ey, was? Warum rollen wir? Das war nicht geplant. So, was wir jetzt noch machen. So, was ich jetzt noch eingestellt habe, ist bei der Geschwindigkeitskontrolle, dass er nur automatisch bremst, weil man kann das einstellen, dass er nur beschleunigt bis zu der Geschwindigkeit, die man stellt, oder dass er dann auch mit der elektrischen dynamischen Bremse bremst, wenn der Zug zu schnell wird und vorne die Strecke geht dann bergab, da hätte ich gern Bremsen mit drin. Ja, zur Erklärung, wir haben hier einen Kombihebel.
Der hat hier vorne drei Stufen. Ab der dritten Stufe kann man dann mehr Leistung geben. Dann elektrische Bremse nach hinten, geht nach dem gleichen Prinzip. Dann hier die die Geschwindigkeitsbestätigung, Geschwindigkeitsvorwahl, was ich da maximal haben will. Unten das, was ich eingestellt habe, oben was bestätigt ist. Das sind soweit die Anzeigen, was eingestellt ist, wie ich fahren möchte. Im Detail kann ich es euch gerade nicht erklären, ich weiß es gerade nicht aus, wenn ich eben Zugübersicht. Dann Zigaretten, Pepsi und sonstiges. Das ist nicht in jeder Variante von der Class 47 mit drin. Wir haben sogar eine Klimaanlage. Türen hier aufmachen. Können aber leider nicht in den Maschinenraum rein. Und ansonsten, das ist die Indusi hier. Das ist das Horn. Hoch und tief. Pantographensteuerung, Notaus, Kompressor, Lichter etc. Und theoretisch wäre das unser Fahrplan. Den wir aber natürlich nicht lesen können. Schön wär's. Ja, Zugbremse. Also Zugbremse, Lokbremse. Und das war's dann eigentlich. Ja, Funk. Funk ist übrigens auch simuliert. Werden wir dann ab und zu mal hören, wenn wir dann fahren. Wir könnten bei uns einmal die Lichter anmachen. Und wären damit eigentlich abfahrbereit. Nice. Wollen wir währenddessen hier nochmal ein bisschen umschauen. Weil ich versuch's gar nicht auszusprechen. Dahinter irgendwas? Grafikglitch. Aber ansonsten ist hier nicht viel. Auf der anderen Seite. Ein Dörfchen hier. Ja, seid ihr ganz alleine. Gehen wir mal wieder in die Lok. Und hoffen, dass es hier bald losgeht. Und es gibt wirklich sehr viel auf der Strecke zu entdecken. Also mit verlassenen Gleisen, Wagen und hau mich tot. Das haben sie wirklich schön ausdetailliert. Von dem, was ich zumindest schon so gesehen habe. Und unsere Fahrt wird so an die 90 Minuten dauern. Wenn ich kein Blödsinn baue. Hier bei mir im RailDriver, glaube ich, passt auch alles. Also ich habe es Gott sei Dank mit dem RailDriver zum Laufen gekriegt. Weil die Tastaturbelegung von der Lok ist komplett anders, als was man so gewohnt ist in TS Classic. Da haben sie ganz schön gewütet. Hersteller von der Lok sowie von der Strecke ist Train Motion. Und die Add-ons sind relativ teuer, vor allem wenn man dann Reskins dazu haben will. Das muss man dann schon wirklich mögen, wenn man dann sagt, okay, ja, man kauft sich das dann. So, ich werde mal für eine Sekunde weg sein. Dann sollte auch das Signal mal auf grün gehen. Ich glaube, wieder da. So, da bin ich wieder. Hier am Abfahrt. Super. Okay, V1.50, V2.40, wenn wir die Indusi abkriegen und haben 34 Sekunden Zeit für das Ganze. So, vorwärts bitte. Ventilatorsteuerung auf Automatik. So, und dann weiß ich ja, dass die Geschwindigkeitssteuerung mit an ist, inklusive Bremsen. Das ist dann das orange-braune Blinken. Ich glaube, ich gehe mal in diese Ansicht. Finde ich ein bisschen angenehmer, oder was? Was meint der Chat? Die Ansicht oder diese Ansicht? So sieht man halt ein bisschen wie vom Cockpit mehr. Thank you.
kommen, wenn wir aus dem weichen Bereich draußen sind, geht es dann mit 65 weiter. Da fängt er schon an zu bremsen. Hallo Bär. Hi Dominik. Ja, im größten Teil ist die Strecke hier eingleisig, deswegen werden wir ein paar Zugbegegnungen haben, wo wir warten müssen. Und wie wir aus Trendriver 2 kennen, als Güterzug hast du halt immer die Arschkarte. Das dürfte nicht mehr lang dauern, bis unser Arsch dann rüber ist. Die Strecke zum Wald hoch. Was? Nein! Sind da in Rumänien, das ist 2TS Classic. Nicht die D2. So, wir können mehr Schmackes geben. Über die Vorwahl auf 65. Und dann geben wir noch ein bisschen mehr Schmackes. Gehen wir auf T+. Gehen wir auch da wieder die Leistung hochgeht. Jetzt kann ich noch eins raufgehen. Also kennst du die Strecke schon oder wie? So. Und da ist die Elektrobremse am Arbeiten. Ich hoffe echt, ich kann so fahren, dass es mir die Indusi, also dass ich die Indusi einfach nicht verpasse. Und dass ich entsprechend schnell anhalten kann. Gehen wir hier wieder auf die erste Leistungsstufe, nachdem sie nach unten geht. Macht da jedes Mal hier das Licht aus. Jetzt noch mal Headout machen. Voll im Wald hier drin. Noch. Was kommt jetzt mit der Elektrobremse nicht mehr hinterher? Mal doch ein bisschen hochschalten. Wir müssen auch aufpassen, es gibt auf der Strecke neutrale Sektionen und die Simulation hier ist recht streng umgesetzt. Wenn ich die verkacke, dann beendet es mir das Szenario. Da muss ich wirklich schnell sein, dass ich da den Stromabnehmer runtermache, die Leistung wegnehme. Wird spannend, hat auf alle Fälle Fail-Potenzial.
das erste Signal seit langem. Ich bleibe in der Ansicht, weil da sehe ich die Induzi-Anzeige besser. Das ist nämlich die hier unten, was dann aufleuchtet mit 100 Hertz. Ich glaube, ich werde einfach jedes Signal bestätigen, was ich sehe. Nur zur Sicherheit. Auch wenn es nicht müsste. Und zwischendrin werde ich mal speichern, dass wenn ich es verkacke, dass ich nicht komplett neu anfangen muss. Da die ersten Rangiersignale. Die erste kleine Ausweichstelle bzw. Bahnhof. Die Wagen hier vermutlich länger schon stehen. Da müssen wir bitte mal ganz kurz speichern hier. Hier mal kurz ein Head-Out-View. Da stehen ein paar interessante Sachen. Da zum Beispiel der hier. Sieht witzig aus. Okay, gehen wir wieder rein. Noch 7 Kilometer bis zum ersten planmäßigen Halt. Und mit der Geschwindigkeit hier mal ein bisschen nach oben gehen. Ah, wisst ihr was? Ich lasse das Licht jetzt einfach aus, weil das eh die ganze Zeit ausmacht. Aus welchem Grund auch immer. Kann das sein wegen am Raid Driver, das ein bisschen gefällt. Aber ihr habt zu diesem Sinn, dass ich es mal angebracht habe. Oh, und jetzt werden wir zum ersten Mal die rumänischen Pfeiftafeln sehen. Wobei Pfeiftafeln ist relativ, das ist einfach nur ein Stab, der nach oben geht. Der hier. Einmal pfeifen. Mit dem Mini-Übergang hier. Da war die Strecke mal irgendwie zweigleisig. Oder für die Industrie da. Geht nämlich da in die Büsche rein. Und begleitet uns dann noch ein klein wenig. Pfeifsignal. Jetzt dauert sogar noch ein Rangiersignal hier. Pfeiftafel.
Kilometer noch. Läuft ja gut bis jetzt. Und Dominik, sind wir da alle am TD2 zocken? Ich hab vorhin gesehen, auf dem Discord ist wieder ein bisschen was los gewesen unter TD2. Live-Tafel. Gut, ich meinte, jetzt hier kommt dann gleich mal ein Dusi. Wir stoppen an Line 4 und wait for another train. Alles klar. Was? Mann, warum hast du mir jetzt die Indusi reinklatscht? Ah. Oh. Ich hab doch Glück gehabt. Gott sei Dank sind die Bremsen schnell gelöst. Und fahren wir wieder. So ein Kack, Mann. Hab so gewusst. Aber beim Test anspielen hat es mir genau an der gleichen Stelle die Indusi reingeschmissen. Aber wenn sie mich so arg nervt, dann glaube ich, schalte ich sie ganz aus. So, 50 in 34 und dann 40. Das heißt, wir müssen runter. Sie ist glücklich. Vorerst. Ist sie noch an? Nee. Davon wird sie sich gleich wieder beschweren. Eigentlich Geschwindigkeitsvorwahl auf 40 machen. Mal garantiert nicht zu schnell. Komm, bestätigen bitte. Dankeschön. Da sind ein paar tote Gleise hier. V2, 40 km/h, okay. Dankeschön.
Warum 30? Oh, da waren wir hier im Fallout. Ah, ich mag das, wenn man hier so Strecken fährt, wo man hier nur so Bereiche sieht, die verlassen worden sind. Gibt ein gewisses Flair. Der ganze Bereich hier. Hat sogar noch ein Signal hier. Gegenzug ist noch nicht da. Was trinken. Ah, da kommt er ja. So, und bis kurz nach der neutralen Stelle, die gleich da hinten kommt, habe ich dann gespielt und alles danach kenne ich noch nicht. Mein Kollege. So, und bleiben wir mal kurz stehen hier. Ist der TS Classic auch zufrieden? Na komm, lass mich weiterfahren. Denn das erste bis jetzt abkakelt, ja. Cool. Für ihn ist es erledigt. Wir können wieder düsen. Ah, scheiße. Das wollte ich jetzt gar nicht. Mal bitte, ja, in diese Stelle. Danke. Nur 30 für das Segment hier. Also wahnsinnig schnell fährt die Lok eh nicht. Also ihr vom Max ist 120. Schneller ist nicht. Auch wenn der Tacho noch viel weiter geht. Ah, sieht schon geil aus. So, 70. Stellen wir mal ein. Wie vom Fleck kommen. Ist eingestellt. Kann man Gas geben. Leistung. 900 Ampere. Alles gut hier.
Und da ist die neutrale Sektion. Mal Leistung weg. Und mit O dem Pantographen runter. Beziehungsweise disconnected hier. Anfang der neutralen Sektion. Und da vorne dürfen wir dann wieder Saft geben. So. Sollte man mit der Leistung machen können. Jo, und funktioniert. So, ab hier kennt ihr es nicht, was kommt. Wird spannend. Oh, die Polizei. Ah, ich hätte viel öfter gerne Cabri hier unten, also wie stehe ich ganz da oben? Bitte nehmen nirgendwo. Aber es sieht schön aus. Fahrt vermutlich bis da nach Bodog. Interessante Kameraansichten hier. Ja, ich glaube, meint er. Ja. Aber es ist schon ein bisschen tief, ne? Kann mich nicht entscheiden. Oh, kleiner Haltepunkt hier. Wirklich sehr klein. Wäre ein Privathaus gewesen. Ah, ich freue mich schon auf Sonntag. Da haben wir dann wieder unseren Fahrtag. Wird bestimmt spaßig. Ich glaube, den werde ich dann auch mal wieder livestreamen. Aber das wieder. Ich habe den ersten ja gar nicht livestreamt, aber den zweiten habe ich mir zumindest vorgenommen, dass ich den livestreamen werde. Aber nicht von Anfang an, weil zuerst ein bisschen die Orga ansteht, aber dann zwischendrin. Es wird witzig. Wird wieder ein langer Tag. 14 bis 18 Uhr. Geht die ganze Zeit bergab. Ich bin mal gespannt, wo wir unten sind. Gibt von der noch eine Variante,
hat hier so, also abgesehen von dem Vorhang, da dann noch so Vorhänge hier. Da vorne ist er noch so irgendwie einen alten Oma gestrickt. Schaut teilweise wild aus. Kann ich mal das Fenster aufmachen? Macht aber keinen großen Unterschied von der Audiokulisse. Lok wäre eigentlich auch was für TD2. Auch wenn sie ganz passt, weil das eine rumänische Lok ist. Aber das ist cool zum Fahren. Und du hast ein Tempomat. Tempomat bräuchten ein paar Leute in TD2. Jetzt nochmal reizen von der, die nicht modernisiert die Variante zu fahren. Die schaut dann hier vom Cockpit komplett anders aus. Aber fährt sich ähnlich. Steht zumindest im Handbuch. Ja, und davon kommt schon 60. Sind es aber vermutlich weniger. Bitte haben wir jetzt nicht nochmal so eine Indusi rein, nur weil die Geschwindigkeit jetzt anders ist. Was ist der Magnet dafür? Was? Wieso? Wieso haut er mir da das jedes Mal? So, ich habe die Indusi jetzt isoliert. Das ist ja nervig. Oh, Mann. Gut, ich mache da irgendwas falsch, aber jetzt fahren wir ohne Indusi. Das ist ja nervig. So, warum haust du mir da den Dusi rein? Ich glaube, nach dem Stream schaue ich dann nochmal ein bisschen nach. Weil das Handbuch von der Glas vor dieselben hier ist ein bisschen spärlich. Ich meine, es wird so grundsätzlich erklärt, wie die Dusi funktioniert. Und die funktioniert de facto gleich wie die PZB. Aber dass man jetzt hier bei der Geschwindigkeitsankündigung gerade instant mehr die Notbremse reingeschmissen hat, obwohl ich es gedrückt habe. Das verstehe ich nicht. Ja, sicherlich mal 90 Minuten, mal, solange wird die Fahrt mal hier dauern. Und dann mal schauen. Eventuell suche ich mal dann noch eine andere Strecke raus oder geht dann in TD2 rein. Sehen wir dann. Aber jetzt bin ich noch recht gut motiviert. Jetzt aus. Der kommt noch. Also es kommt zumindest noch die Meldung, das finde ich ganz gut, aber der Alarm ist nicht mehr da.
gerade das Halloween-Update raus. Von was? ED2 oder wie? Nicht viel los hier in der Gegend. Und der Bahnhof, was man halt Bahnhof nennen kann. Na, da kommt da schon der Gegenzug. Wir dürften das sogar schon fahren. Sollen hier aber anhalten. Eine einzelne Lok hier. Halt, Moment. Geh mal auf die 2. Okay, ist da vorne stehen geblieben. Hört sich so an, als würde ein Zug vorbeifahren. Ja, Video go, wenn ihr liked, turns green. Ist es. Ja, dann. Schnell weg hier. So. Ich werde mir das mal mit der Indusi mal parallel im PDF nochmal aufmachen. Mal schauen, ob ich da jetzt irgendwie noch was übersehen habe. Ich glaube nicht. Ah, Klaas. Handbuch Englisch. Okay, können wir hier mal auf 70 währenddessen einstellen. Bedienen. So, das PDF habe ich mal auf der anderen Monitor jetzt mal offen. Schauen wir mal, was das da drin steht. Aber jetzt was, ich werde mal hier mal ganz kurz speichern, weil wir jetzt hier mal angehalten haben. Wenn jetzt wieder eine neutrale Sektion kommt und ich fahre rein, dann bin ich am Arsch. Then overtaking a signal, reset the system. Das bringt mir auch nichts. Also wenn ich das so überfliege. Nee, steht einfach genau, during the movement, the Z-Pedal must be pressed and reset impulsive, but done through. Ja, okay, das ist das. Ne, es steht einfach eine ganz normale Indusi-Funktion drin, aber das jetzt mit der Geschwindigkeitsankündigung steht nichts Spezielles drin. 80 sogar. Das V-Max von unserem Zug hier. Schneller dürfen wir nicht. Alle Sektion. Nö. Ah, macht man das mal manuell hier. So. Hätte ich gerne. Also erzähl doch mal von diesem Halloween-Update. Also, welches Spiel und was ist alles drin in dem Update?
gerade mal selber sonst nachgucken. So, was kommt jetzt hier zunächst? Das, nein, nicht für mich. Okay. Aber Bahnübergang kommt als nächstes. Vor der neutralen Sektion habe ich mehr Angst. Das ist wieder ein Dusel momentan. EO 300. Pfeifen. Das ist aber ein niedlicher Bahnsteig da. Für das eine Häuschen da. Da bleibt bestimmt ein Intercity stehen. Ganz kurzer. Das wäre es eigentlich mal. Da sieht die auf einer Regio-Strecke einsetzen. Da würden die Leute ein bisschen blöd gucken. Wobei, in Deutschland machen sie das doch teilweise, oder nicht? Dass der ICE dann für einen Abschnitt mal als Regio unterwegs ist. Oder zumindest als Klasse vom Regio fährt. Irgendwie so, glaube ich, war das. Ich habe das nur vage mal mit diesen 9-Euro-Ticket da mitgekriegt gehabt, dass es da so Abschnitte gibt, wo du mit dem ICE fahren kannst, weil er da irgendwie nicht als ICE gilt. Irgendwie so. Es war irgendwie mega kompliziert. So, währenddessen machen wir mal TD2 Forum auf. Ja, keiner irgendwie was sagt vom Update. Also immer noch das Gleiche. Ah, da vorne kommt wieder 60. You will stop in freight line 1 and wait for the regio service from Brasov and a late express service from Tucson to arrive. Oh, gleich zwei Züge auf dem Erwarten. Spannend. Jetzt wir können dann eh gerade wieder 40 hier runter. Hätte uns zumindest den Dusi gerade befohlen. Hoffentlich stehen wir jetzt nicht allzu lang, wenn da gerade zwei Züge vorbei düsen. Ah ja, das Ganze spiele ich übrigens jetzt mit dem Vulkan-Renderer von RW Enhancer 2, wo die Frames einfach bei doppelt so hoch sind. TS Classic, also bei mir sind sie im Schnitt jetzt hier bei 60 FPS. Ab und zu hat er seinen Drop auf 50, 40, 30 FPS, springt dann aber wieder nach oben nach 60. Das habe ich in der nicht modifizierten Fassung noch nie geschafft. Aber das mit dem Vulkan-Renderer, das ist mega geil, das ist so ein Performance-Boost.
Und da habe ich jetzt zum ersten Mal die Einstellung von allem wirklich auf maximal gestellt. Es läuft. Und auf die Tipps da drin, aber mal schauen. Vielleicht tun die Typen da von Erwin Hansa da, also was heißt vielleicht, das tun's, da die Render Engine noch weiter optimieren. 30. Das sieht aber schick aus hier. Echt schön. Wenn wir uns gleich mal umsehen. Jetzt der Gleis mit Oberleitung hier. Das ist mal ein anständiger Bahnhof hier. Ach was. Okay. Jetzt immer ganz nach vorne und dann heißt es warten. So, das genügt. Schauen wir uns mal um, was wir hier so alles haben. So, da geht es mal eingleisig wieder weiter. Da ging es mal mit der Abstellung weiter. Das sieht... Könnte ein altes Stellwerk gewesen sein. Alles Zug wachsen. Das hier könnte man noch befahren. Mal auf der anderen Seite. Das zum... Was ist das für eine Musik? Ah, ist ja geil. Da hat's Bahnhofsansagen. Ich hab so kein Wort, was sie sagt, aber... Ich verstehe Regio, da wird vermutlich irgendein Regio-Zug sein. Da stelle für einen alten Wasserkran hier. Der redet aber viel. Da sind noch drei Abstellungen. Oh, eine alte Diesellok. Die hat irgendwie ganz viel Ähnlichkeit mit dem SM42. Schon wieder das Geräusch, als wenn hier ein Zug vorbeifahren wird. Also der kommt von... Da sind beide Signale offen. Hier, da hat es hier... Sah aus wie eine Waschanlage, aber da müsste das Gleis ein bisschen weitergehen. Aber gut, wir gehen hier auf zwei Strecken weiter. Also von daher ist schon okay. Aber die kommen ja eh hintereinander rein. Und da ist auch schon der erste. Stellen wir uns mal hier hin. Oh, du machst das jetzt aber nicht in der Schleife, oder? Ah, nein, jetzt ist ein Interregio. Coole Sache.
Ah, das hat schon was fürs Flair. Der ist sogar mit Doppelstock unterwegs. Es ist aber ein sehr kurzer Regio, aber gut, so wie wir die Bahnsteige gesehen haben, kommst du hier mit der Länge eh nicht weit. Ja, und jetzt gerade hinterher der Interregio oder wie? Ich glaube, ich muss hier mal weg. Aber es wird auch nicht leiser. Da ist auch nochmal ein Gleis weggegangen. Hier auch. Inklusive Tor. Was haben wir hier alles? Dreimal Abstellung. Geht dann hier wieder zusammen und dann ins Nix. Oder kommt der Interregio von der anderen Seite? Aber das wird dann mit dem Signal keinen Sinn machen. Oh, der Bahnübergang ist aufgegangen. Boah, das Geräusch wird mich, glaube ich, nervös machen. Und das Militär. Hat eine Kaserne oder sowas da hinten. Ach nee, doch, der kommt von da. Interregio. Ah, schnell unterwegs hier. Ja, also ich würde sagen, 5 Minuten oder so stehen wir hier noch. Bis jetzt der hier angehalten hat und dann hier losgefahren ist und den Block wieder freigemacht hat für uns. Erstmal warten angesagt. Gehen wir unsere Lok wieder rein. Ja gut, liebe Leute, ich mache dann auch mal ganz kurz Pause. Entschuldigung. Hier so 2-3 Minuten. Und dann komme ich gerade wieder. Ich lasse aber den Screen hier so drin. So,
Da bin ich wieder und ich hab's hupen gehört. Vermutlich denkt der Regie, oder? Ja. Weg ist er. Ja, ein paar Minuten noch. Er ist wenigstens schnell. Dann machen wir es mal wieder an, auch wenn das dann eh wieder ausmacht. Ja, der Regen steht immer noch da. Ja, der hält jetzt Zeit. So, Katschutz, kannst du jetzt mal irgendwas über das Halloween-Update erzählen? Vor allem, was für ein Spiel du eigentlich redest. Oh mein Gott, wir dürfen ja fahren. Cool. Jetzt mach mal. Alles entblößt. Vorstellung, los geht's. Auf 1000. Das kann sie ab. Theoretisch das nächste Mal anhalten. In Premier AM. Eis 2. Nicht ganz 16 Kilometer. Jetzt ist das Licht schon wieder aus. Höchstens mal unten die Lichter anlassen, aber das sieht falsch aus. Mal wieder aus hier. Komm. Finde ich eigentlich auch noch eine interessante Designentscheidung, dass es hier über die Ufer hier nochmal Lichter hat. Den Nebelscheinwerfer. Okay, wieder auf 80. Ist eingestellt. Dann gibt's Schmackes. Sehr gut. Oh, endlich macht das mal von der Seite und das von ganz alleine. An der Stelle sollte ich nochmal speichern. Dann mal wieder Zeit für eine neutrale Sektion. Aber diese Pfeifmarkierungen sind schon recht spät, bis dann der Übergang in die Gefahrenstelle kommt. Moin Yoshi!
Alles klar? Da hinten flimmert es irgendwie komisch. Sehen, was da ist, wenn wir dann da unten sind. So ein bisschen Wirtschaftsbereich hier. Auf dem Bauernfelder hier. Wirtschaftsding. Und wieder 60. Kann schon mal voreinstellen und dann später bestätigen. Also was ich gerade mega Luxus finde, ist, dass man hier Gott sei Dank die SIFA ausschalten kann, beziehungsweise, wie heißt es hier, DSV, was man ja in TD2 nicht kann. Es ist so entspannend, da nicht alle paar Sekunden den Button zu drücken. Ich muss mal diesen Leertastenklicker mal basteln. Das war cheaten, aber wäre cool, wenn es funktioniert. Bitte bremsen. War nicht ganz so stark. Und Joshi, bist du nebenbei selber auch am Fahren? Wollen wir wieder abbiegen oder nicht? Ich glaube, wir werden wieder abbiegen. Dachte mir mein Bauchgefühl. Ey, yo, tu mal. Cool, dann können wir gerade bremsen. Er hat auch gespielt, bis zu der Crash ist. Ja, normal, ne? Ray war's online. Ist nur blöd, wenn man halt lange nicht gespeichert hat. Also ich empfehle euch, tut's euch, oder zumindest je nachdem, wer halt hostet, Ray war's online extended installieren und da das Autosave anmachen. Look. Doch nicht abweichen. Okay. Ach, Vögel sind das. Das ist ein ganzer Haufen hier. Gut. 80. Wieder in die Panorama-Cam. Wie weit habt ihr es nicht schon gebaut in Railroads Online?
haben wir da so viele Vögel auf einem Platz? So, was Gutes haben wir denn hier? Stimmt, ich könnte eigentlich nach der Fahrt mal ein bisschen in den Railroads Online weiter basteln. Das wäre eine Idee. Ne, wobei, na, das ist eine schlechte Idee. Weil wenn ich das jetzt dann heute stream, dann ist es ein Spoiler für die nächste Folge. Aber die kommt eh bald. Dann kann ich es streamen. Blumen, soweit das Auge reicht. So, zweimal anhalten. Ja, some construction works in Premiere. You will be directed online to with 15 km/h. Premiere. Okay. Langsam Fahrstelle. Hab nur drauf gewartet. Nächste Mini-Haltepunkt hier. Echt niedlich, die kleinen Dinger da. Oh, ich hätte eigentlich pfeifen sollen, würde ich übersehen. Ah, ist der nächste Stopp. Auch schöne Shot da in der Kurve drin. Nice. Ah, da blinkt es ja schon. Ankündigung für Dead Slow. Ich glaube, es war jetzt schon 15 bei der Einfahrt, ne? Wie ich jetzt verstanden habe. Lass mal rollen. Und Pfeifen wieder vergessen. Aber wir müssen auf 40 runter. Geschwindigkeitsvorwahl erstmal 40 machen. Wäre eh noch ein bisschen was zum Fahren.
Aber kommt da noch irgendwie. Okay, sind wir da kurz in dem Mix? Nochmal irgendwie Schild oder sowas mit langsam vorstelle? Also sicher nochmal speichern. So geil. Offen. Kein Hinweis. Das Signal steht ein bisschen blöd da hinter den Masten. Ich glaube, ist ja dezent schief. Oh, da ist die. Ah. Ich seh's. Ja, dann runter auf 15. Moin, Leute. Mal gehen, was macht's denn ihr hier? Okay. Coole Sache. Der hat da schon bessere Tage gesehen. Oh, auf dem anderen Gleis steht sogar ein Dieselzug. Ich soll hier sogar anhalten, bei dem Minibahnhof hier. Oh, jetzt aufpassen. Schwerer Güterzug. Sieht aber kuschelig aus hier. Ja, mit der Kelle da. So, dann halten wir mal an. Dann ist er glücklich. Und ich würde uns jetzt eh sagen, dass wir gerade wieder fahren dürfen, weil das Signal offen ist. Ja, sagt gar nichts. Okay. Destinatie DB Cargo. Nächster Halt. Mit fast Final Stop. Da müssen wir dann unsere Wagen abkuppeln. Und dann noch zweimal irgendwo stehen bleiben. Vermutlich ins Depot abrangieren. Abstellen. Ups, ja, war nicht so schnell. Ja, das mit der Indusi regt mich schon ein bisschen auf. Wäre gern mit der Indusi gefahren. Warte mal, war das jetzt hier ein Easter Egg? Ja, ganz Easter Egg. Tschüss. Da vorne noch ein Schiersignal. Zwei Ausfuhrsignale da. Sonst nicht sehr viel los hier in der Gegend. Generell
Haltepunkt für das. Ist gar nicht mehr so kleines Dörfchen da. Aber trotzdem, warum sind die so kurz? Vor allem schmal. Rollstuhlfahrer hat hier echt Spaß. Boah, auf dem ganzen Gleis 15. Dann mache ich mal jetzt einen auf faul und sag hier 16. Na, sag er doch 16. Und lass ihn da mal das halten. Ist 16 ist für ihn eigentlich 13, dann machen wir mal 17. Was ist ein Unterschied? Frei. Jetzt hin. Ah, doch 16. Ah, ein bisschen komisch, wie er das macht. In a minute you will enter line 3 and you will stop at the exit signal. Okay. So, mehr Schmackes. Auf 80 rauf geht. Guck mal das doch. Ich meine auch knapp 1000 Ampere. Und zur Sicherheit nochmal speichern. Pfeife wieder vergessen. Kommt davon, wenn man auf einen anderen Monitor guckt und da kurz sich was anguckt. Multitasking ist einfach nichts für mich. Lol. Wieder die Kutsche. Oh, neutrale Sektion, da ist sie ja wieder. Ich hab mich ja gefragt, wann sie kommt. Da. Draußen? Gut, beschwert sich mal nicht. Und wieder Saft. Naja, da haben wir jetzt ein paar Tografen runtergemacht. Oh. Ein paar Tografen bitte wieder nach oben.
Oh Mann. Wieso macht er jetzt denn? So, komm. Bitte nach oben. Mach es halt mit Hand. Okay, wir haben wieder Leistung. Oh, warte mal, sind da hinten Schienen drüber gegangen? Gerade noch mal gucken. Nö, das habe ich mal eingebildet. Ich dachte, da wären irgendwie Schienen weggegangen. Okay. Und da hinten kommt wieder eine Entschleunigung mit 30. Ach nö. Ich wollte schon mal die 40 einstellen. Aber vielleicht nicht ganz so schnell bremsen. Vielleicht doch ein bisschen schneller bremsen. Ich glaube, jetzt zum allerersten Mal fahren wir hier mal nach bergauf, statt nach unten. Das ist gut mit Bremsen. Möchtest du vielleicht wieder Gas geben? Dankeschön. Uns doch mal hier hin. Es sieht doch gut aus. Und einmal pfeifen. So eklig. iPhone. Das andere Handy wäre mal nie was wie ein iPhone.
einmal quer über die Anlage. Wo stehen? Was soll ich sagen? Schaut einfach alles so total herunterkommen aus hier. Das ist schon ein bisschen hardcore, dass hier die Leute stehen und die Loks einfach in 10 cm Abstand vorbeidüsen. So, da vorne beim Signal hat es geheißen zum Anhalten. Ah, Diesel-Doppeltraktion. Dann wieder raus, wo wir da pfeifen. Cool, wir sind da. Und jetzt denke ich mal alles abkuppeln, oder? Wollen wir zuerst hinten die Handbremsen reintun und hinten der Arsch ist frei. Sehr gut. Congratulations, you have made it to your destination. Decouple from the consist. Ja, mach mal. Jetzt erstmal Handbremse da und da. Abkuppeln. Now take the look to Harman Cap X. Was da vorne. Okay. Oh, er hat automatisch dort das Schlussding ran gemacht. So, dann pfeifen wir mal. Gehen wir davon aus, dass das hier der Schierende ist, wo wir da hindüsen. Wird schon mal Kollege. Ja, da fährt der ein. Nichts, was hier an Schierende anzeigt. Vielleicht dürfte einfach der Bereich sein hinter dem Signal hier. Ich kenne mich dort so wenig aus in Rumänien. Das ist literally meine erste Fahrt, die ich hier fertig mache. Okay, jetzt waren wir da. Zurück dürfen wir nicht. Jetzt vielleicht irgendwelche Weichen stellen oder was? Final Destination, also es geht schon wieder retour. Change caps and head back to line 2. Ist jetzt. Ach, er düst jetzt ab.
Okay, dann tun wir mal hier alles runterfahren. Auf der Seite zumindest. Troll. Gehst. Off. Sperren. Ich glaube, das war's dann erstmal. Einmal wechseln. So, nach vorne mit dir. Gut aus. Entsperren. Muss ich jetzt auf den hier warten? Das haben wir doch bestimmt extra gemacht. Dass ich auf den jetzt warten muss, bis ich da wieder hinfahren darf. So kriegt man auch seine Fahrzeit zusammen. Bye. Ich schau mal ganz kurz an. Show Task. Hier das zweite Gleis. Ah, ich bin da hinten. Nö, wir sind uns da eigentlich nicht im Weg. Da mal Shift-Tabben. Ah, Steuerung-Tab. Was slippt zur. Fast vermutlich einfach unter 30 km/h rangieren, alles klar. Mach mal das. Ich gerade wieder bergab. Brutti fresh. Tutti Frutti, boah, Tutti Frutti, Kindheitserinnerungen. Rapid Drinks. Ah, kennst du noch Tutti Frutti? Von Haribo. Kilogramm. In welchem Zeitraum hast du die gefootet? Ja, okay. Anderthalb Monate. Das kann man durchgehen lassen. Ah, da steht ein Wagen auf mein Gleis. Soll das so? Erinnert mich an meinen letzten Livestream. Ah, deswegen auch der Pfeil hier. So. Alles klar. Fast perfekt parkt. Oh, steht vor dem Übergang. Ein paar Meter hätten es noch getan, aber es wäre schöner gewesen. Aber ja, war eine coole Fahrt mal mit der da. Ist interessant zu fahren. Ich hoffe, ich kriege das noch irgendwie mal raus, was der Fehler da mit der Zusi ist. Dass die mir da bei der Geschwindigkeitsveränderung einfach direkt die Notbremse reinklatscht hat, trotz Bestätigen. Eventuell schaue ich mir da vielleicht von anderen Leuten nochmal kurz ein Let's Play an. Schauen wir, was die da tun. Weil wie gesagt, im Handbuch steht leider nicht sehr viel drin. Aber ja, war cool. So.
Ja, zeigt das Spiel an oder nicht? Warum zeigst du das Spiel nicht an? Mag er mich nicht. Ja, na gut. Ist ja auch egal. Also, liebe Leute, ich denke mal, das war's für heute. Eventuell bin ich dann morgen Abend nochmal online und, also online im Sinne von Stream und dann schauen wir mal weiter. Aber war eine coole Fahrt da mal in Rumänien. Also, bis denn dann. Ich wünsche euch was. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.